Hallo, lieber Aufrufer, Lichtgeschwindigkeit hier aus Italien, Toskana. Und zwar zum 21. Jahrestag des Mauerbaus. Des Mauerbaus in Berlin, hier zur Anschauung nochmal für alle ehemaligen Volkspolizisten, wie eine moderne, durchsichtige Mauer aussieht mit einem total modernen Turm und so weiter. Und dann kommt immer wieder der Trick, das ist ja mein Lieblingsplatz hier, nämlich wir feiern ja auch den 5. September und am 5. September bekanntlich wird ja jedes Jahr neue Werbung gemacht für die Völkerverständigung und da sind wir auch immer dafür, dass wenn zum Beispiel Olympische Spiele sind in München 1972, dass die Völkerverständigung immer wieder aufgefrischt wird und wenn noch Fragen offen sind, wir lustig weiter Fragen stellen. Ich habe zu diesem Thema meine Fragen bereits gestellt. Wenn ich jetzt die breitbandigen Aufmachungen in den Medien betrachte, dann muss ich sagen, sie beantworten die Fragen nicht, sie hetzen herum. Das ist nicht Völkerverständigung. Und dann kommt der Trick hier mit dem Todesstreifen, ja? Hier. Und da geht der einfach raus, der Kunde, und sagt, ah, scheiße hier in West-Berlin, ich gehe nach Osten. So, und nun komme ich noch mit meinem Tagesthema, bevor es zu Ende ist. Und zwar, ich habe hier heute dell'Umbria, La Nazione, oh, russische Beilage aus der Süddeutschen Zeitung. Hier möchte ich nur eins raus sagen. Torna Bob Dylan e canta Tempest, Ballata sul Titanic. Also heute am 5 September 2012, Mercoledì, hat Bob Dylan eine neue Platte herausgebracht und die Nazione berichtet darüber. Und dann habe ich nachgeschlagen und dann heißt es, Bob Dylan canta sul Titanic, also er singt über die Titanic und über den Untergang der Pit und eine Hommage für John Lennon. Bob Dylan, das fällt mir schwer zu glauben, denn der Bob Dylan hat eigentlich von John Lennon nicht so viel gehalten. So, mein Thema hier, Süddeutsche Zeitung ist nicht der 5. September 1972, auch wenn Frau Knobloch meint, ein Aufschrei, weil wollt ihr uns Juden noch? Ja, mehr als den 5. Dezember ganz in diesem Sinne zu begehen, kann man ja kaum sich vorstellen. Nee, mein Thema hier ist also heute aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Auch der 5. September, da ist der damalige Bundesinnenminister Genscher, der überhaupt keine Kompetenz hat für den Einsatz der bayerischen Polizei, insbesondere der Münchner Polizei, wo der Herr Manfred Schreiber, Dr. Manfred Schreiber, Chef der Münchner Polizei. Und da ist also einer mit Hut, man kann ihn gut erkennen. Man sieht, dass es ein Semit ist, muss ja sein, denn das hat er den Semitenhut auf. Und jetzt komme ich aber zu meinem Thema. Aufruf zur Überwindung der Kirchenspaltung. Und ich zitiere mal ganz kurz. Unterzeichner Lammert, de Maizière, Weizsäcker, Schavan, Steinmeier. Und das sind sowohl Katholiken wie Protestanten, also evangelische Kirche Luther und päpstliche Kirche Katholiken Rom. Und sie rufen also auf, dass die Ökumene, das heißt die Vereinigung der ehemaligen getrennten beiden Konfessionen, wieder zu einer großen christlichen Einheit werden und sichtbar Gestalt gewinnen und so weiter. Also wenn man das dann durchschaut, stellt man fest, den Christen in Europa laufen die Gläubigen weg. Sie werden nicht unbedingt Muslime oder alles mögliche andere, sondern sie glauben ganz einfach nicht. Nun wissen wir ja, dass 600 Jahre vor der Geburt Jesu überhaupt dieses Ein-Gott-Prinzip von den Juden erst erfunden worden ist. Vorher hatte man mehrere Götter und das geht ja hunderttausende von Jahren Menschheit. Insofern die Frage, ob man mit mehreren Göttern nicht besser auskommt mit einem. Jedenfalls, was diese Politiker hier in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und ansonsten Aufruf zur Überwindung der Kirchenspaltung meinen, das ist ja was ganz anderes. Das ist nämlich der Integrationsverlust im Alltagsleben. Lebensstil im Sinne von Aufklärung und Emanzipation, also auch Emanzipation, das heißt Befreiung von Autoritäten, von Zwängen, von Regeln und so weiter. Jeder macht, was er will und dann kommt der Aufklärer von Immanuel Kant her und sagt, aber Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das ist doch das, was letztlich die Gesellschaft zur Qualität werden lässt, einer modernen Fortschrittlichkeit.
Und dann sagt der ältere Philosoph Christian Wolff, nein, wir haben Konfuzius und Konfuzius hat die Aufklärungsideen bereits längst gehabt. Und dann kommt der Herr Joseph de Maistre aus Savoy und sagt, Mist, alles Mist, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit hat noch nie die Menschen glücklich gemacht, es überfordert die Aufklärung die Menschen. So, jetzt kommt nochmal die These, Aufruf zur Überwindung der Kirchenspaltung. Die wollen Integration im Sinne von, es soll alles laufen wie geschmiert. Wenn die Kirche dafür sorgen könnte, dass es läuft wie geschmiert, ist es ihnen recht, wenn sie an den lieben Gott glauben. Es wäre ihnen auch recht, wenn wir an mehrere liebe Götter glauben oder wenn sie Zweifel an bösen Göttern hätten. Aber das Problem ist eben nicht, dass wir jetzt alle Muslime werden oder alle Juden werden oder Hindus oder ich weiß nicht was. Nein, die Aufklärung im Sinne von Gottlosigkeit, von Asozialität, von Unverbindlichkeit, das ist das, was die Integration schwierig macht, wenn jeder seine eigene Sprache hat und jeder nur noch die Wunschliteratur liest und die Gedanken der anderen ignoriert, dann haben wir keine Integrationsmöglichkeiten mehr, dann geht der Verlust der Kontrolle der Gesellschaft durch Sprache verloren. Alles das hätte dann den Wert der Emanzipation, nämlich der Emanzipation von solchen Strukturen, von Herrschaftsstrukturen. Nämlich, da würde Hegel sagen, hervorragend, Herr und Knecht, endlich sind wir den Mist los, aber die Forderung hier von unseren Politikern, ich sage es jetzt nochmal, Aufruf zur Überwindung der Kirchenspaltung, das stinkt doch sehr nach, wie können wir die Leute fesseln, wie können wir die Leute unserer Stamokap-Blockparteien-Demokratur unterwerfen und dass sie sich auch nicht trauen, durch eigene selbstständige Unabhängigkeit sich irgendwie zu bewegen, herumzuzappeln oder sonst was, sondern, wie der Faschist sagt, gerne alles in einen Sack tun und dann bündeln und oben zubinden. Ja, das Prinzip des Faschismus ist ja die Käseglocke. Nun nennen wir das nicht Käseglocke, sondern Föderalismus der Bundesrepublik Deutschland in einer immer mehr der Brüsseler Kommission zu unterwerfenden Veranstaltung und deshalb möchte ich sagen, Aufruf zur Überwindung der Kirchenspaltung ist hier mit Fragezeichen zu versehen. Wollen die wirklich, dass wir im Glauben glücklich werden, um anschließend auch noch erlöst zu werden? Oder wollen sie uns einfach zu Konsumenten der profitorientierten Weltzerkleinerung machen? Das ist hier mein Aufruf heute am 5. September aus Montevarchi in der Toskana. Und ich danke die Aufrufer hier für das Interesse für die moderne Mauertechnik, ja, durchsichtige Mauer, rüberklettern kann man nicht, der automatische Wachturm und dann aber hier nochmal, da, wem es auf der einen Seite nicht gefällt, der kann einfach durchgehen und tschüss.